Hallo und herzlich willkommen bei NBA 2K16. Ja, wir spielen wieder Völkerball gegeneinander. Der Koch ist bei mir. Hi Leute. Und ja, wegen mir kann's losgehen. Ich bin Bayern München und der Koch spielt Barcelona, also FCB gegen FCB. Ja, also wir haben uns dabei gedacht, wir spielen Fußball können wir nicht, von Fußball noch weniger Ahnung. Dann spielen wir halt Basketball, FCB gegen FCB, ja. Oh Mann, guck mal, ich habe einen mehr als du. Das hat letztes Mal schon nichts geheißen. Da habe ich sogar nicht mal richtig steuern können, hast du noch verloren. Ja. Arsch. Danke. Bitteschön. So, bereit für Match, du musst starten. Achso, Entschuldigung. Nimm mal die Taste hinter mir. Also ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass diese zwei Fußballvereine sogar Basketballmannschaften sind. Ja, doch, das wusste ich. Wir treffen ja nicht mehr den Ball, ey. Ja, komm. Ja. Oh, Pixel. Hast du das gesehen? Was machst du da? Alter, keine Ahnung. Du hast jetzt nicht echt den Ball in dein eigenes ausgeschossen, oder? Doch, siehst du doch. Verdammt, oder? Here's Barcelona. Navarro. Ich hab wieder den Hinfallknopf und keinen anderen. And here comes the break. A pull-up. The shot is off. Barcelona goes the other way with it. Goldman. Yeah, baby, yeah. Es fängt schon wieder überhaupt nicht gut an. Yeah, and what a finish it was, guys. Really nicely done. Das kann doch nicht sein. Also. Du bist 4-0 hinten, habe ich schon gesagt. Ja, ich sehe es. Nee, endlich. As far as jump shots go, that's what you have to continue to try and get. I don't know how that one stayed out. On defense, Bayern Munich. Ja, Bär, ich fall um. Yeah. Aber kein Dreier, verdammt. Just around a minute and a half into the first quarter. Here's McCaleb. Was spielen die denn? Here's Barcelona. It's a three-point game. Here's Navarro. Ferry, the long-range jumper. Das war aber ein Dreier. He's got five. Defender there in the neighborhood, but not quite close enough. Good shot. And once again off the mark. Also man merkt schon den Klassenunterschied. Also selbst die Spieler spielen in dem Spiel schlechter als jetzt nochmal in der NBA oder so. Ja, das stimmt. Merkt man echt, also diese Trefferquote ist echt, echt ich hätte dann gesagt, das Wort B, beschissen. Oh, Gott sei Dank. Endlich mal ein Go, endlich mal ein Korb. Die müssen wir so umändern, das heißt ja Korb. Müssen wir dann in den Kommentaren drin haben, oh, das heißt aber Korb. Ey, das ist so unglaublich. Hast du den echt schon gesehen? Und du hast auch noch einen Wurf. If you're just tuning in, we played about 2.5 minutes here in the first. Yeah. And the basket by Thomas. And that's another assist for a team that is putting on a clinic on how to share the ball. And I love the mentality that they've had. If a shot isn't there, das musst du mir sagen. Ich habe nicht mal gesehen, wie der Ball geflogen ist, also. Right wing. Thomas dishes to Jackson. Hä? Also schreib uns mal, was ein Reach in Foul ist. Na, ich hab dir versucht, den Ball aus der Hand zu schlagen, zu früh wohl. Intercepted. Oh.
Aber ja, genau. Wenn die Zuschauer das besser wissen als wir, können sie es gerne mal reinschreiben. Schreibt uns rein. Fände es super, wenn ihr uns helft. Also nicht reinschreiben, ihr seid Noobs, das wissen wir selber. Ja, wir sollen immer nicht. Das wissen wir selber, aber einfach, was wir drücken sollen oder wie wir spielen sollen, das wäre natürlich super. Ja, weil ich bin immer noch am Rumrühren. Sag mal, sind das immer dieselben Weiber? Nur andere Klamotten an, kann das sein. Ist auch immer dieselbe Routine, oder? Ja, jetzt hast du mir gerade die Lust am Spiel verdorben. Ja. Ja, super. It's all about their defense. They have just done a terrific job of negating the timing and spacing. So muss das aussehen. Every shot is challenged and challenged well. Man, that is not an easy shot right there. I mean, he had to get it off over a much taller defender. Yeah, he needed to add just a little more loft on that one because of the size mismatch, and he did it perfectly. Jetzt bist du aber auch Ja, was wolltest du sagen? Nix. Mach mal weiter. Oh, echt? Aber war nur ein Zweier, hast du Glück gehabt. Ja, ja, war Arsch auf der Grenze. Here's Lampy. Drops one in from the wing. And we've played through the first minute here in the second. Three-pointer. The shot no good. Barca goes the other way. Warum falle ich immer um? Ich peile es nicht. Stolen away. Jo, Leute, wenn ihr dem Pixel helfen könnt, stehen zu bleiben, dann helft ihm das. Ja, das macht nämlich für den Koch auch mehr Spaß, wenn er gegen einen ebenbürtigen Gegner spielt und nicht gegen einen, den er jedes Mal abziehen kann. Ebenbürtig. Naja. Das ist gut für mein Ego, was? Ja, aber nicht für meins. Ich bin nämlich ein ganz schlechter Verlierer. Wobei, ja. Ja. Und ich rage, wenn du jetzt hier wieder gewinnst. Rage quit. Und ich verbrenne meinen Rechner. Nein, natürlich nicht. Also ich kenne den Rage-Modus von Randy. Ja. Ja. Da ist Randys Rage-Modus gar nichts gegen. Ich bin umgefallen, das war ein Foul. Was? Wurf-Foul. Ach nee. Oh, Wertung. Ausgezeichneter Wurf. Sehr schön. Ja, ja, mach hin. And he makes both free throws. Two minutes now played in the second quarter. Jetzt habe ich mal aufgeholt. Ist ihm aufgefallen, hinterm Korb steht immer einer mit so einer Stange am Boden. Was ja. Ist das für einer? Keine Ahnung. Also ich glaube, der wischt den Schweiß auf. Wow, geil. Ist das so einer, ja? Ich glaube schon. Ey, jetzt langt's mir. Geh hin, exakt. Da. Good, he hits the jump shot. Big height advantage right there. Oh, jetzt mal ein bisschen Gas geben jetzt hier. That might be a mismatch they're willing to live with. Dolman falls back and frames the fadeaway jumper. Big Sky, alles klar. Nee, es ist nichts klar. Oh. Ist das fies. Ja. Ah, du wolltest Bayern München spielen. Regal. Du könntest wahrscheinlich hinter Tupfingen spielen und ich könnte gegen mit den Chicago Bulls spielen. Du würdest immer noch haushoch gewinnen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe nur FIFA mal gespielt auf der Konsole. Ja. Und mit Basketball habe ich noch nie was am Hut gehabt, gar nichts. Ja, aber bei FIFA, da weiß ich wenigstens, wie ich reinkomme. Hier, also wenn du den Ball erstmal hast, dann ist im Grunde ist rum bei mir. Ja gut, geht mir aber auch so. Also wenn du triffst, dann triffst du, aber wenn du den Ball hast, dann
komme ich auch nicht mehr ran. Ne? Das muss ich auch noch mal gucken, wie ich mir das beibringe. Das ist auch das einzige Manko. Also ich sag ja immer, wenn die Leute sich überlegen, ein Spiel zu holen. Das hast du jetzt nicht einen Rebound gemacht, oder? Doch, siehst du doch. Ich denke, weißt du, wie das geht? Naja, das war Zufall. Ich habe nichts... Ja, das ist das Einzige, wenn die Leute gucken und überlegen sich, wollen sie das Spiel holen, dann sage ich, das Spiel an sich, ihr seht es ja auch, ist richtig cool. Es hat ein paar Performance-Probleme. Aber was ganz und gänzlich fehlt, ist die das Tutorial, wie man spielt. Es gibt kein Tutorial. Ja, also du musst schon mal gespielt haben, um zu wissen, wie es funktioniert. Ja, und das kann einfach nicht sein. Also bei FIFA weiß ich, gibt es ja wenigstens noch ein Trainingslager oder sowas. Ja, genau. Weißt du, ja genau, Trainingslager oder zumindest, dass du im Startmenü Training auswählen könntest. Weißt du, da wo du... Aber das kann doch nicht sein, dass du das auch immer wieder fängst. Ja, wenn mein Mann gerade... Also den lenke ich nicht. Das ist das. Du fängst ihn ja auch. Und triffst sogar noch. Ja. Also ich weiß, mit der rechten unteren oberen Taste laufe ich schnell. Ah, okay. Mit der oberen linken Taste, mit der RWL, was es ist, tue ich dann dribbeln, also Technik dann. Nee, das verstehe ich nicht, also... Wieso fängst du den? Wieso fängst du den vor allem, wenn du da vorne dran stehst? Wie kriegst du deine drei Leute da rein? Bei mir stehen die sonst wo auf dem Feld. Ich weiß es echt nicht, Pixel. Also, liebe Zoll, Pixel, langsam wird das Gefühl, ich ziehe ihn ab. Ihr habt das Spiel schon 15 Jahre gespielt oder so. Es ist echt nicht so. Also, als ich meine Freundin erzählt habe, dass ich mit ihr Basketball spiele, die hat mich komisch angeguckt. Jetzt nimm ihn doch auch mal weg hier. Das kann nicht wahr sein. Jetzt hast du ihn doch. Ja, genau. Ja, guck dir das doch mal an. Was ist das? It's been about tempo and pace with this group, and it's led to a huge advantage. Jetzt habe ich mal zwei Free Throws. Ach, Schiri entscheidet bestimmt für mich jetzt, pass auf. Naja. Guck dir das doch mal an! Du musst unten in deinem Kreis, ist eine Anzeige, mit einer Mitte, bis die Mitte ist Optimum. Alles darunter und darüber ist schwierig dann. Was heißt denn? Wirfst. Ich steuere doch gar nichts. Ne, wenn du wirfst, die Wurfkraft, die Taste gedrückt halten. Ah, okay, das ist natürlich, das sind unten Sachen, hast die du man... jetzt einen, unten hast du bei dir einen Kreis. Oh. Das ist der Wurf, die Wurfkraft. Das ist natürlich gut zu wissen. Hast du es nicht gewusst? Nee. Ja, na, du willst unbedingt, mach nochmal dein Goal oder dein Korb aus einem Probespiel machen, oder? Ja. Ja, aber das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, also gar nicht. Das hätte mir natürlich geholfen. Oh, jetzt habe ich irgendwas verraten, verdammt. Pass auf, jetzt ist rum. So, auf geht's. Ist der immer da, dieser Wurfdings? Ja, ja, immer bei dem markierten Spieler, mit dem ich spiele. Ja, genau. Am Arsch. Da, faul, siehst du? Faul. Hast du gesehen? Nee, Timeout macht er wieder. Oh, das macht, glaube ich, der Trainer selber, ne? Ja, mal gucken, ob er das irgendwie einstellen kann. Weil ich habe nämlich nichts gedrückt. Let's find out what Doris Burke has for us. Hi Kevin, the head coach for the visiting team had some instruction for his guys during that last break. He said we are this close to finishing them off, but the job is not done yet and I don't want to see any let up out there. We'll see how well his point got across, guys.
Oh, man. How about the last minute decision there to pull the shot down and get a better one for your team? Wenn jetzt Timeout genommen. Ich nicht. Doch. Angeblich ich. Ich habe aber nichts gedrückt. Das macht, glaube ich, der Trainer automatisch. Nur mal einstellen. Wenn der Trainer nicht Auszeit nimmt. Bayern trails by 8. From deep three-point range. Kept alive by Bayern. Jedovic. Jetzt hast du einen Dreh raus mit dem Treffen, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich habe auch. Ich konnte nicht drücken. Also wenn ich länger gedrückt habe, hat sich dieser Wurf-Dings nicht verändert. Das ist nur beim Free-Throw, glaube ich. Nee, also wenn ich. Sehe, also wenn ich jetzt bei mir den Spieler, den ich markiert habe, hatte ich einen gelben Balken. Ja, das oder recht. Einen weißen. Ja. Das ist immer der Erschöpfungsgrad, glaube ich. Und jetzt mit meinem Spieler, der hat jetzt oben den weißen ja. Und unten so einen grauen mit einem weißen Strich drin. Das ist der Wurfgrad. Yeah. Der war jetzt ein bisschen über die Mitte rüber, wenn ich gedrückt habe. Das ist wie so ein Ziel in Land, glaube ich. Abrines has got 5 rebounds tonight. A baseline J. And it's Bayern Munich with the rebound. Fast break, here they come. Tries it from the top of the key. Here's Stimac. Nice work on the board. Ich habe aber noch keine Ahnung, wie man Slam Dunk macht oder sowas. Nee, würde ich auch keine Meinung. You better off sending them to the free throw lines and have them get that good a look. Here's Sadoransky. Banked in off the glass. Sadoransky's got 5 points in the quarter. He shot the ball exceptionally well as they've built this lead for themselves here. Also Defense muss ich unbedingt mal nachlesen. Ja. Jetzt habe ich was gemacht, aber wie? Jetzt hast du den Ball genommen. Was war das? Also das verstehe ich einfach nicht. Das kommt. Ich habe ihn abgenommen, ne? Und habe ihn ganz normal gepasst wie sonst auch. Wieso passt der den so weit? Das ist genau dasselbe gewesen, oder nicht? Bei mir auch. Ja, gut. Haben wir schon wieder ein Timeout, kann das sein? Nee. Oh, Defense. Ja, zu blöd, die Ball reinzukriegen. Ja. Bayern with the ball. Fires the three. Kept alive. Here's Stimac. Nails it. And he has brought them to within 2 points. Oh, that's the shot of the game. Well, he was fearless enough to get it up and down and it paid off for him. Aber das ist immer gut aufgeholt. Ja. I mean, given up a lot of height there, but he was not to be denied. Not when the game's hanging in the balance. That makes it a little different. He's going to get to the rim, no matter who was standing in the way on that one. And now we've got the intentional foul. And they commit an intentional foul. Kann doch nicht sein. You know what? Smart foul. You got to try and extend the game. Du, ich weiß ja, du hast mich lieb, aber so. Nee, erklär mir das mal. Ich krieg nichts hin, aber diese Fouls, die gehen dann plötzlich. Was drückst du denn immer? B. Okay. Ich hab doch gar nicht gefoult. Jetzt hab ich X gedrückt. Was war das denn jetzt? Hä? 4 Fouls angeblich hintereinander. 5, ausgefault. Ja. He hits the first one and that puts them up by 5. Okay. So he goes 2 for 2 at the line. And it's a 6-point ball game. Muss ich nie verstehen jetzt, oder? Nö. Garnered a little bit more insurance there. Very confident as he's able to go up. Also ich kann B drücken und X und hab dich jedes Mal einfach nur gefoult. Ich finde das extrem frustrierend. Entweder ich mach gar nichts oder
Nice, what's your take? And I'm not sure the two-point bucket does much here. I think they got to go for three. Yeah, it's no-brainer, partner. I mean, that's their only choice. Shoot the three and hopefully get it down and then foul. Bei mir steht die ganze Zeit nur ein Bonus. Also wenn ich das sehe. Jetzt hast du wieder einen Timeout. Ne, ich schon wieder. Also keine Ahnung. Ist dein Trainer frustriert oder? Genauso frustriert wie ich wahrscheinlich. Fellas, that's exactly the job the big guy has to do for him. Contest every rebound. Ja, schade. Ja. Aber wir werden uns mit dem Spiel noch ein bisschen befassen. Ja. Schaffen Sie unsere Kommentare drunter und dann mal gucken, ja. Pixel. Ja, ich werde einfach ein bisschen üben, weil also so kann es nicht weitergehen. 41-49. Ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.